ein weiterer Grund, der, oder ein weiterer Aspekt, der uns die Wichtigkeit der Tesgia zeigt, ist, wie ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt habe, sie ist sowas wie eine Zulassung zum Al-Jannah. Allah Ta'ala sagt, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Und wenn die alles Überwältigende kommt, die alles Überwältigende, damit ist die Stunde gemeint, die Al-Qiyamah. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. An diesem Tag wird der Mensch gedenken, was er getan hat, oder bedenken. An diesem Tag wird er sein Tun und sein Handeln bedenken. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Und das Jahim, das lodernde Feuer, wird sichtbar werden. طيب. Jetzt kommt hier die Stelle, die die Tazkiyah betrifft. Allah zeigt nämlich einmal eine Gattung von Menschen, die sich geläutert haben, und einmal eine Gattung, die sich nicht geläutert haben. Er sagt, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Und was jene anbelangt, was jene angeht, die tyrannisch waren, Tara bedeutet so viel wie die Grenzen übertreten, maßlos waren. Das ist eine Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Und die das irdische Leben bevorzugten, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. So soll das lodernde Feuer ihre Heimstätte sein. Das sind die Menschen, die ihre Seele verkümmern lassen haben. Dann nennt Allah Ta'ala die andere Sorte. Er sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Das sind wieder zwei Eigenschaften. Wer aber den Stand vor seinem Herrn gefürchtet hat, also das Stehen vor seinem Herrn befürchtet hat, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Und seine Seele vor dem Befolgen des Hawa, vor den Neigungen und den Trieben zurückgehalten hat, so soll das Paradies seine Heimstätte sein. Das ist die Tazkiyah und das Vernachlässigen der Tazkiyah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte für gewöhnlich folgendes Dua auszusprechen. Er sagte, Allahumma ati nafsi taqwaha. Zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. O mein Herr, gebe meiner Seele ihre Gottesfurcht, die Taqwa, und läutere sie. Zakkiha, läutere meine Seele. Du bist ihr Herr und Hüter. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, das sinnlos ist, vor Wissen, das nutzlos ist. Und vor einem Herzen, das keine Demut kennt. Und vor Bittgebeten, die nicht erhört werden.